Ich grüße euch. Wir feiern Freitag und wir haben wieder eine Partie heute über die Ponziani-Eröffnung. Ponziani entsteht nach E4, E5, Springer F3, Springer C6 und C2, C3. So ähnlich wie im Italienisch versucht Weiß hier vielleicht mit D2, D4 das Zentrum schnell zu besetzen, ne? Oder aber auch mit Dame und Läufer hier auf dieser Diagonale Unruhe zu stiften. Eine seltene Öffnung, nicht ganz ohne Gift. Selbst gefälschte Statistiken beweisen übrigens, dass jeder, der diesen Kanal abonniert, ein besserer Schachspieler wird. Und genau, in dieser Partie heute, ich weiß gar nicht, wer, zwei unbekannte Spieler, tut mir leid. Ja, wir schauen mal, aus schwarzer Sicht. Die 7 D5 ist hier sicherlich mit einer der besten Züge und wird auch von der Theorie voll akzeptiert. Alles gut. In der Partie folgte Dame A4 und da jetzt besagt die moderne Theorie zumindest, dass F7, F6 sehr, sehr solide ist und Schwarz sehr angenehmes Spiel ergibt. Als diese Partie hier gespielt wurde, ja, da war das noch nicht so. oder zumindest der Gegner hat mal was ausprobiert. Und zwar hat er hier gesagt, komm, Dame A4 fesselt ja den Springer C6, droht also mit Springer E5 diesen Bauern E5 zu gewinnen. Und Ponziani Eröffnung ist ein bisschen trickreich und entweder weiß oder schwarz. Also eine Seite opfert immer irgendwas, um ein bisschen Initiative zu kriegen. Sehr spannend und meistens ist der opfert auch die ja, etwas besser dran. Und hier hat Schwarz seinerseits jetzt gesagt, komm, ich verzichte auf theoretische Feinheiten, ich entwickle meine Figuren und stelle selber ein paar Fallen. Und ja, hochinteressant. Weiß nimmt die Einladung an, nimmt auf E5. Und Schwarz sagt sich, die Idee ist Entwicklungsvorsprung. Läufer D6. Bereitet jetzt hier die kurze Rochade vor. Soweit alles gut, greift auch den Läufer an, natürlich. Und der Springer, den Springer läuft an. Er schlägt auf C6 und B schlägt C6. So, und damit, jetzt hat Schwarz ja erstmal einen Bauern weniger, den auf E5. Hat natürlich schon einen leichten Entwicklungsvorsprung. Und stellt mit dieser Variante eine kleine Falle auf. So klein ist sie gar nicht. in der Partie folgte D2, D3. Aber eine Falle zum Beispiel ist es, wenn Schwarz hier unvorsichtig auf C6 diesen Bauern nimmt. Dann würde Schwarz mit Läufer D7 sich weiterentwickeln, die Grundreihe freimachen, die Dame deckt jetzt den Turm, der Läufer ist entwickelt, wieder mit Tempo auf die Dame. Die muss weg, hat nur noch ein Feld. Und nach entweder D schlägt E oder vielleicht sogar besser Springer E4 hat Schwarz einen riesen Entwicklungsvorsprung. Er hat einen Bauern weniger, aber durch diesen riesen Entwicklungsvorsprung der König rochiert im nächsten und mit Turm E8 geht dann auf der E-Linie vielleicht irgendwas. Und ich habe euch einfach mal beispielhaft, das ist etwas, was nicht in dem Buch steht, sondern was hier in der neueren Lichess-Datenbank jetzt wurde das auch schon gespielt. Und ein 2-6er hat das mit Schwarz gespielt. Und hier hat Weiß zurückgezogen, hat die Drohung auf der E-Linie selber aufgestellt. Jetzt zum Beispiel D2, D3 als Drohung. Wir rochieren natürlich. Und grundsätzlich steht jetzt die Dame und der König hier nicht gut, weil Schwarz immer mit Turm E8 operieren kann. Und D2, D3 greift den Springer an, der geht zurück. Und dann hat Weiß immerhin die Option, Läufer E3 diese E-Linie hier zu blockieren. Okay, aber Schwarz ist sehr schnell und schafft es aufgrund seines Entwicklungsvorsprungs sofort Dynamik in die Stellung reinzubringen. Nämlich mit C5 und eventuell D5, D4. Springer hierhin, Turm E8, lange Rochade, scheint aus dem Gröbsten raus zu sein. Aber Läufer G4 ein sehr starker Zug. Denn ja, dieser Spieß hier, ne, er zwingt quasi F2, F3 und dann kommt D5, D4. Dann sehen wir, dass dieser Bauer den Läufer angreift im Zusammenspiel mit dem Turm und dass dieser F2, F3 quasi dafür gedacht war, dass der E3 nicht mehr gedeckt ist. Und in dieser Partie folgte F schlägt G, Turm E3,
Dame F2 und Springer schlägt G4. So, jetzt hat Schwarz sein Material bereits zurück. Er hat immer noch Entwicklungsvorsprung. Ja, ob der König jetzt hier wirklich zum Beispiel auf der B-Linie besser steht, ob Schwarz irgendwie mit dem Springer hier mal rumgabeln kann, es droht so manches. Und kleines Bonbon noch für euch: Wohin soll die Dame überhaupt ziehen? Und wenn sie zum Beispiel in der Partie kam, Dame H4, weil es eine Schnellschachpartie war, ne, war ein Einsteller. Aber dachte ich mir, was ist das denn so schlimm, die weiße Stellung, wenn die Dame nach F5 geht? Und ja, sehr, sehr trickreich hier von Schwarz. Ihr könnt ja mal schauen. Auch hier kann Schwarz bereits ja, einen schönen Vorteil erringen. Mit dem Zug G7, G6 greift die Dame an. Denn Weiß kann diesen Springer gar nicht schlagen, denn dann folgt F7, F5 und hups, die Dame hat kein Feld. Schöne Falle, wie ich finde. Nicht erzwungen, aber trotzdem, ja, schöne Sache. Und dieses Beispiel soll jetzt einfach mal demonstrieren, dass Schwarz hier nach diesem Springer E4 und dieser ganzen Abwicklung, wenn Weiß diesen Bauern nimmt auf C6, sicherlich eine super Kompensation hat im Sinne von Dynamik und aktive Figuren. Deswegen hat Weiß hier mit D2, D3 den Ball flach gehalten, ja, den Bauern hier gedeckt. Schwarz entwickelt sich und Läufer E2 kam hier. Und dieser Zug wurde von Keres damals eingeführt, auch kein schlechter. Ne? Und er hat quasi damals nachgewiesen oder behauptet, oder in dem Buch steht nachgewiesen, dass Schwarz würde er Turm E8 spielen. Nach Läufer G5, H6, Tausch, Tausch, dass Schwarz keine Kompensation für den Bauern hätte. Die Engine ist da mal na, so mehr zweifelhafter Meinung. Sie gibt zwar einen leichten weißen Vorteil an, na, aber nur mit plus 0,4. Also so gar keine Kompensation erscheint doch eher optimistisch aus weißer Sicht. Nichtsdestotrotz hatte der Schwarze hier eine neue Idee. Und er spielte Dame E8 und stellt damit eine kleine Falle auf. Nämlich, wenn Weiß jetzt hier so wie analog zu Turm E8 mit Läufer G5 fortsetzen würde, könnte Schwarz hier auf E4 schlagen und Springer und Dame greifen ja auch diesen Bauern an. Und wenn dieser Zwischenzug auf F6 kommt, dann kommt eben die Pointe E schlägt D3, Zwischenzug. Droht matt auf E2. Und dann hängt der Läufer auf E2, der Läufer auf F6 hängt ja sowieso noch. Ja, das Matt droht und das geht ja schon fast nur noch mit der Rochade abzuwehren. Und dann gewinne ich aber das nächste Tempo, ja, und dann ist der auch noch weg. Also Dame E8 fällt schon wieder eine schöne Falle auf, wie ich finde. Auch in diese Falle fällt Weiß nicht drauf rein. Er spielt nicht Läufer G5, sondern er spielt Springer D2. Unterstützt damit einmal mehr den Punkt E4, was auch völlig in Ordnung ist. Turm B8, halb offene Linien besetzen, macht sicherlich Sinn. Weiß rochiert endlich den König, ja, das ist gut. Und Schwarz spielt C5. Der ist etwas überraschend, weil er den Damentausch anbietet. Mein erster Gedanke war, also in der Partie kam Dame C2 und der wurde auch von der Engine bestätigt soweit. Aber so aus menschlicher Sicht oder aus menschlicher Sicht denkt man sich, oh, was passiert denn, wenn ich jetzt hier die Dame tausche, habe ich jetzt genug für meinen Bauern. Ja, besonders wenn Weiß mit Läufer F3 diesen Punkt noch einmal E4 überdeckt. Aber der Zug Läufer A6 verspricht ausreichendes Gegenspiel für Schwarz. Natürlich ist die Stellung überhaupt nicht klar, aber Computer sagt, entweder plus 0,23, sowas in dem Dreh, ja, oder schon 0,0 oder Schwarz steht besser, je nachdem wie Weiß spielt. Also das ist volle Kompensation. Vielleicht wollte Weiß das nicht und hat gesagt, komm, Dame zurückziehen, ist auch in Ordnung. Und ist es ja im Grunde auch. Schwarz spielt Läufer B7 und wir beginnen zu erahnen, dass alle schwarzen Figuren schon mal Richtung Königsflügel zeigen. Ja, dass das die langfristige Kompensation für den Schwarzen sein soll. Weiß spielt Läufer F3.
was den E4 nochmal einmal mit überdeckt, denn der wurde ja gerade von Läufer B7 auch nochmal mit einmal angegriffen. Ja, Läufer F3 ist natürlich. Im Grunde würde Weiß auch super, super gerne seinen Springer mal rausziehen nach F3, um diesen Läufer hier mal rauszukriegen, in welcher Form auch immer. Aber nach Läufer F3 wird das Feld halt versperrt. Muss man sich halt aussuchen, ja? E4 decken oder Figuren entwickeln. Schwarz spielt Dame E5, droht matt, das ist noch keine Falle, denn die werden wir durchschauen mit G3, alles gut. Turm E8. Und wir sehen, Schwarz hat sicherlich völlige Kompensation für den Bauern, ja? Ob es jetzt wirklich mehr ist, können wir auch sicherlich auch dahinstellen erstmal, aber erstmal Kompensation werden wir wohl haben. Und in der praktischen Partie kam hier prompt ein Fehler, also zumindest kein guter Zug. Mit C4 versuchte Weiß jetzt hier mit Gewalt irgendwie die Stellung hier im Zentrum festzunageln und festzulegen. Und das ist mehr oder weniger auch gelungen, aber nicht so wie Weiß wollte, denn Schwarz konnte hier jetzt auf E4 seinen Bauern zurückgewinnen. Und auch wenn die Struktur hier so ein bisschen mit Doppelbauern anrüchig aussieht, wenn jetzt hier nur mal rein hypothetisch alles getauscht würde, na, kommst du wohl. So, jetzt hätten wir zum Beispiel die Problematik, dass Weiß auch an diesem Bauern gebunden ist, ja, mit diesem Läufer jetzt hier entsprechend nicht rauskommt. Schwarz seinerseits mit dem Läufer nach E5, mit dem Turm nach E2, jede Menge Züge, die die Stellung wieder verstärken können. Und hier sollte Schwarz sicherlich auch volle Kompensation, er hat noch nicht mal einen Bauern weniger, aber Kompensation für die schlechte Bauernstruktur haben. Weiß tauschte aber nicht ab, sondern spielte Turm E1. Das sieht ja auch erstmal trickreich aus, hier eine Festung auf der E-Linie aufzubauen. Okay, dann müssen wir mit Schwarz F7, F5 spielen und dann Springer decken. Alles gut. Und Weiß spielte Turm B1. Ein sehr langsamer Zug, aber gut. Viel Besseres fiel ihm gerade in dem Augenblick nicht ein. So, und jetzt haben wir eine normale Stellung, wo man sagt, boah, ist ja noch alles drin für beide Seiten. Und diese Partie demonstriert mal wieder schön, dass es nicht um eine Eröffnungsfalle in sich geht, dass das Weiß versucht, oder Schwarz versucht, im dritten oder im fünften Zug irgendwie eine Falle aufzustellen, einen vergifteten Bauern hinstellen, ne? Sondern dass auch Fallen auch später auftreten können. Und genau jetzt hat Schwarz eine Falle aufgestellt. Und der Zug ist Dame F6. Und hier dürft ihr mal schauen, ob ihr die Falle erkennt. Ob ihr überhaupt irgendwie ein Gespür habt, oh, droht hier irgendwas, was soll das, was ist das? Ja? Und ich hoffe, ihr habt die Gefahr zumindest erkannt und Weiß ist voll drauf reingefallen auf diese Falle. Schauen wir uns mal an. Weiß dachte sich nämlich, oh, ich stehe doch jetzt hier aber mal mächtig oft auf den E4 drauf und Schwarz hier einmal weniger, weil die Dame ja weggezogen ist. Und Springer schlägt E4, F schlägt E4, Läufer E4 hat diesen Bauern gewonnen. Und wahrscheinlich hatte Weiß jetzt nur mit Läufer E4, Turm E4, Turm E4, Dame E4 gerechnet. Mit mehr Bauern. Das war also der Plan. Aber Schwarz hatte bei Dame F6 weitergerechnet. Und hier kommt ein wirklich schöner Zug, der rein optisch aber auch auf der Hand liegt. Wenn man sieht, liegt er auf der Hand. Nämlich Turm schlägt E4. Ja, diese Diagonale, ne, gerade nach dieser Öffnung mit G2, G3, diese weißen Felder hier, das sind natürlich super schwach. Und dann wird der Verteidiger dieser weißen Felder einfach entfernt. Ne? Und Weiß hat sofort aufgegeben. Denn Turm schlägt E4, folgt Dame F3 mit Doppelangriff auf den Turm. Und der Turm kann nicht wegziehen wegen dem Matt auf G2 oder auf H1 hier. Ja, eine schöne Partie mit einigen Fallen. Ne? Und Weiß hat viele Fallen umschifft, aber irgendwann ist er doch nochmal in eine reingefallen. Okay, das kann passieren, aber demonstriert natürlich auch, dass der praktische Druck, ja, dass Weiß hier es etwas schwieriger hatte, die guten Züge zu finden. So, in dem Sinne sind wir schon wieder durch für heute. Ich sage besten Dank für eure Unterstützungen. Und genau, lasst gerne ein Like da oder ähnliches.
Und dann sehen wir uns dann nächsten Partie wieder. In dem Sinne, alles Gute.